Wiederum schiefe Biegung, diesmal eine Aluminiumstrebe als C-Profil. Das Biegemoment M im Schwerpunkt ist wieder gegeben und hat die hier angegebene Richtung. Es ist die Biegespannung wieder an den Punkten A und B sowie die maximale Biegespannung in der Strebe zu bestimmen. Wieder ist die Lage des Schwerpunkts zuvor zu berechnen. Zwar ein symmetrisches Profil um die Z-Achse, aber keine Belastung, die nur in eine Richtung wirkt. Daher muss man das anwenden und dann schauen wir, was diese Abstände und das Ganze bedeutet. Die Vorgehensweise ist folgende: Man teilt dieses Moment auf in die Richtungen der Trägheitsachsen. Wenn notwendig, Hauptträgheitsachsen. Dann ist das hier im Z und das hier im Y. Und dann kann man die Momentenkomponenten so berechnen, wie wir sie immer gehabt haben. Nämlich einfach mit Winkelfunktionen. Auf die Vorzeichen muss man aufpassen. MY zeigt die negative Y-Richtung, also ist es ein Minus. M Sinus Theta mit dem Winkel Theta. Das sind gleich in Newton Millimeter ausgerechnet 692,8 mal 10 hoch 3 Newton Millimeter und MZ ist positiv in Z-Richtung, also M Cosinus Theta, das sind 400 mal 10 hoch 3 Newton Millimeter. So, dann brauchen wir alles, was wir die letzten Male gebraucht haben, nämlich Schwerpunkt, Flächenträgheitsmomente. Den Schwerpunkt braucht man, damit man im Endeffekt diese Abstände Y und Z bestimmen kann. Hier in der Formel, weil die Abstände immer von den Trägheitsachsen weggehen. Und die Trägheitsmomente braucht man natürlich direkt. Das rechne ich nicht alles vor, das gehe ich davon aus, in meinem Optimismus, dass Sie das eh schon alles können. Den Schwerpunkt und die Flächenträgheitsmomente berechnen für solche zusammengesetzten Profile. Der Schwerpunkt in dem Fall in die Z-Richtung braucht man, in die Y-Richtung ist es eh klar, da ist es eh symmetrisch, also liegt eh genau bereits da drinnen in H, wenn das 2H hoch ist. Also ist Z quer, nochmal hergeschrieben kurz, wie es geht, Zi durch Ai, A mal Ai durch Ai summiert. Die Teile eingesetzt, sollte 34,17 mm rauskommen. Und die Flächenträgheitsmomente um Z und um Y ebenfalls wieder Einzelflächensteineranteil. Dann haben sie oben und unten die gleiche Fläche, die können sie gleich zweimal nehmen. Und für das IZ sollte dementsprechend jetzt mit dem Schwerpunkt, naja, fürs Z brauchen wir es eh nicht, fürs Y brauchen wir dann den Schwerpunktsabstand. Schreiben wir her, was rauskommt. 1,89 mal 10 hoch 8 mm der vierten und in Y-Richtung 1,64 mal 10 hoch 7 mm der vierten. So, das kennen wir alles, das ist Standard. Was neu ist, ist die Biegespannungen und da ist jetzt gefragt, die Biegespannung im Punkt A und im Punkt B. Ich schreibe nochmal die Formel her, schiefe Biegung minus MZY. Nennen wir es eh gleich Y, ja. Durch IZ plus MY mal Z durch IY. Und dann ist zu bestimmen, was ist Y und was ist Z, zum Beispiel einmal für A. Na, was ist Y für den Punkt A? Genau, H. Und zwar positiv. Weil darauf muss man wieder aufpassen, natürlich, dass man im Achsensystem richtig positiv zählt. Y zeigt nach oben, also ist plus H, das AY. Genau.
und das ZA, Z quer minus B, ja, genau, zum A, in die negative Richtung muss das dann im Endeffekt zeigen. Wenn man die Zahlenwerte einsetzt, sollte man sehen, dass das ein negativer Wert wird. Man sieht sehr an der Skizze A, weil Z quer kleiner ist als B. Ja? Und das setzen wir oben ein. Sigma A ist dann minus mz mal h durch das iz, lasse ich als iz stehen, das haben wir eh schon zahlenwertmäßig bestimmt, plus my und za ist das z quer minus b durch iy. Eingesetzt kommt für diese Spannung dann 4,47 Megapascal raus. Für die schiefe Biegebelastung. Das gleiche für den Punkt B. Was ist YB? Analog zu dem oben. Minus H, genau. Und ZB? Z quer. Ich zeichne es vielleicht noch einmal ein. Wir messen ganz einfach immer zu den Achsen jeweils normal. Also das hier war YA. Und das ist ZA. Und das andere machen wir grün. Das ist gleich ZB. Und das ist YB. Ja, und dann halt einfach Vorzeichen richtig einsetzen. Und auch hier in die Biegeformel wieder, Sigma B ist dann minus mz mal minus h durch iz plus my, Klammer erspare ich mir, mal z quer durch iy. Und wenn es da die Zahlenwerte wiederum einsetzen, kommt minus 1,02 Megapascal raus. Ja? Und dann haben sie wieder definiert Zug- und Druckbereich und die neutrale Faser trennt die beiden.